Frau Otterbein ist eine von denjenigen wenigen, die den Inker-Dialekt heute noch sprechen. Sie erzählt über die Sprache und die Geschichte der Inker-Schwaben und über ihre Kindheit, die vom Terror der Vertreibung geprägt wurde. Bei Großeltern. Das war ein schön großes Bauhaus, wie sie gebaut haben. Aber das, wie sie raus mussten, haben sie schub natürlich alles, wie sieht man da. Strohdach mit Stuben Kichgrit, das haben wir zum 13. geschlafen und gelebt drin. Zum 13. Stubenkich. Da reden wir als uns hat mit den Füßen aus und mit dem Kopf da rausgelassen. Wir haben uns nicht gestritten miteinander, wir waren so zufrieden. Wir haben miteinander mit den ungarischen Kindern gespielt. Jetzt waren ein paar deutsche Kinder mit zwei, drei ungarischen, weil die Ungarn waren nicht so viel. Deutsche Kinder, kleine Kinder waren doch noch, was die Großeltern da holen konnten. Die ungarischen Kinder haben all Deutsch gelernt. Für heute glaubt es gar keins, als die ungarischen Kinder so, nicht jede, aber die konnten schön Deutsch reden, weil die waren mit, die deutschen Kinder, die haben alle Deutsch geredet. Und die ungarischen Buben, die mussten, das lernen, das Deutsch von für uns waren ungarische Familie, hinter uns deutsche Familie, aber immer der Friede war ohne uns. Und wenn der Christen übergekommen ist, dann sind sie alle zu meinen Großeltern, haben sich zusammengesetzt, haben sie gebetet, gesungen und haben sich gut unterhalten. Und ich meine halt, das hat sie ein bisschen gestärkt, die Leute. Sie war nur 3 Jahre alt, als ihre Großmutter sie und ihre Schwester in der Nacht versteckte, damit sie verschont bleiben. Ihre Eltern wurden aber deportiert. Frau Otterbein konnte sich gerade eben von ihrem Vater verabschieden. Ich gedacht, ach, jetzt sind wir bei der Großmutter, die geht auch zu uns. Es war nicht leicht für sie auch nicht, aber die haben uns doch alles getan. Aber die Jungen waren gar schwer, weil wir waren noch kleine Kinder. Und meine Großmutter hat alle Engelchen bei sich. Und die hat sie großgezogen, bis die Eltern, gell, heimgekommen von Russland. Und da ist der Kindergarten gekommen, war meine Großmutter froh, als er die Kindergarten schaffen konnte. Wenigstens einen halben Tag war sie uns los, gell? Weil die hat auch Sarge auf uns. Was halt zurück ist geblieben von meiner Mutter, was sie noch weg konnte von der Reg. Da hat sie uns als Nonner getrennt und meine Schwester und mir immer gewohnt gemacht. Genäht, als wir schön gehen wie die anderen Kinder, was Eltern haben. Ich weiß, wenn wir in die Kirche kommen, dann sage ich mir immer, Großmutter, warum greint er da immer, wenn er da hinguckt, wo wir sitzen? Ja, warum, Mama? Das war für sie gar schwer. Die hat ihre Tochter verloren, gleich von der ersten. Und wir haben sie gesucht und gegreint. Ihre Eltern wurden zusammen mit vielen anderen in einen Wagen gedrängt. Im Wagen erkrankte ihre Mutter am Typhus und sie wurde trotzdem im Bergwerk zur Arbeit gezwungen. Sie starb am folgenden Morgen. Für die 3-jährige Margit war es unmöglich, ihren Tod zu verarbeiten. Dann habe ich schon mal meine Mutter, wir haben schon gewusst, die lebt nicht mehr. Und sie sind immer mit dem schwarzen Gewand angezogen worden. Dann war das noch. So traut man uns gestorben ist, die Eltern und Großeltern, so kleine Mädchen mit schwarzen Gewandern. Dann sagte ich noch, wir haben ein schönes Kaschmirregelchen, gebt es doch dem Gretchen an. Die soll nicht mit dem schwarzen Gewand sein, immer. Das kann ich nie und nie nicht vergessen. Also habe ich ein schönes Kaschmirregelchen mit weißen Gallier. Da war ich so froh damit. Das war halt was Schweres. Das kann man ja gar nicht so, wie schwer das war. Als meine Großeltern das überleben und mein Vater. Das war schwer. Dann habe ich immer gesagt, wenn man mit Mary ein paar Leben bleiben, das macht gar nichts, wenn sie alles wegnehmen.